Und hallo ihr Lieben, ja, da bin ich wieder und eigentlich wollte ich euch heute ja das letztes Mal angekündigte Video zum Thema mein Makeover meines Schminkzimmers präsentieren. Was soll ich euch sagen? Es geht leider nicht. Weil ich das meiste, was ich vorher aufgenommen habe, nämlich auf dem Telefon aufgenommen habe, im Querformat, einfach weil es einfacher war, während ich hier mit der Bohrmaschine stand, wollte ich jetzt nicht noch eine Kamera rausholen, also habe ich dann irgendwie nur mein Telefon dahingelegt oder dahingestellt und ich glaube, die erste halbe Stunde des Materials, was ich euch heute präsentieren wollte, weil vorher, nachher ist ja nur lustig, ne? Ist ja unlustig, wenn ihr irgendwie nur seht, was das Endprodukt ist und nicht wisst, wo ich angefangen habe. Ja, es war alles auf meinem Handy drauf, ne? Und ich habe mein Handy verloren. Und mein Verstand, aber das ist was anderes. Und ich glaube ehrlicherweise, dass mein Telefon, dass ich es gar nicht verloren habe. Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist mir geklaut worden. Ich bin das Wochenende im Sauerland gewesen und saß vorher, den Abend vorher, bevor wir ins Sauerland fuhren, also am Rhein und unterhielt mich. Und ganz ehrlich, ich glaube, es war dieser kleine Gauner, der immer um mich herum, dem ich auch noch Weintrauben gegeben habe übrigens. Ne? Ein kleiner Junge, sehr süß, sehr niedlich, aber ich glaube, der war es. Es kann kein anderer gewesen sein, weil es mir wirklich niemand so nahe gekommen ist, zumindest um mir mein Telefon zu klauen. Also das dazu, ich muss mir da was überlegen, wie ich das irgendwie ein bisschen anders auflöse, so wie ich es mir vorgestellt habe, geht es auf jeden Fall nicht. Nichtsdestotrotz freue ich mich nicht minder auf das Video heute, weil ich mir schon im Dezember, als es um diesen riesen Sonnenschutzskandal in Asien ging, gesagt habe, dazu mache ich mal ein Video. Die Wogen haben sich ein bisschen geglättet, ich erkläre euch gleich oder erzähle euch gleich nochmal ein bisschen mehr zu dem Skandal. Aber nichtsdestotrotz ist mir das Thema Sonnenschutz wahnsinnig wichtig. Ich mahne und warne immer wieder Leute, auch im Dezember, auch in Hamburg, auch wenn es regnet, immer, immer Sonnenschutz. Es heißt ja bei uns Sonnenschutz, es ist ja tatsächlich ein Lichtschutzfaktor und Licht haben wir 12 Monate im Jahr. Also, wenn ihr Lust habt, ach ja, und ich wollte euch noch sagen, ich mache das in zwei Parts. Ne? Ich mache einmal die asiatischen Sonnencremes und einmal, ich sag mal, die europäischen. Ne? Wenn ich mich jetzt nur auf die deutschen fokussieren würde, dann wären das ein bisschen wenig. Also die europäische. Und heute starten wir mit den asiatischen. Also wenn ihr Lust habt, dann schnappt euch ein Käffchen und dann sprechen wir drüber, Mädels. Los geht's. 2016 erschütterte der Purito-Skandal, also Dezember 2016, der Purito-Skandal. Das ist ein bisschen fies, dass man den Purito-Skandal nennt, weil im Zuge dessen sind wie die Dominosteine andere auch noch gefallen. Unter anderem mein heißgeliebter Dear Claire's Soft Airy Sonnenschutz. Was war passiert? Irgendeiner hat sich mal überlegt, nehmen wir doch mal den sehr heißgeliebten Centella Asiatica Sonnenschutz von Purito und testen wir doch mal, ob der wirklich einen Sonnenschutz von 50 hat. Und hat herausgefunden, dass das nicht der Fall ist. Hat Purito sozusagen mit den Ergebnissen konfrontiert. Purito hat gesagt, okay, Moment, das testen wir selber. Und wer ist immer unabhängig? Nicht die Schweiz, sondern hat es an zwei unterschiedliche Labore in Deutschland geschickt. Und die beiden Labore, wenn euch das interessiert, kann ich euch mal die Testergebnisse oder die Studien dazu unten anklicken. Aber beide Labore, unabhängig voneinander, sind zu dem Schluss gekommen, dass der angegebene Sonnenschutzfaktor von 50 tatsächlich nur einen Sonnenschutz von 19 erreicht. 19 ist besser als gar nichts, sag ich. Aber es ist natürlich nicht die 50. Das Problem ist nicht neu, das wollte ich damit sagen. Die armen Purito und Dear Claris, auf denen liegt jetzt sozusagen, also was die sich auch haben einstecken müssen in den letzten Monaten, fand ich wirklich grenzwertig. Und ich finde dieses, es gibt sogar etwas, was man Inky-Shaming nennt. Wusste ich gar nicht, also... aber das ist ja immer so, ne? Also wenn dann einer, dann stürzen sich alle drauf und es ist insofern ein bisschen ungerecht, weil Euroconsumer hat im Jahr 2015 auch herausgefunden, dass ungefähr 15% der 120 Sonnenschutz, die im europäischen Raum verkauft werden, nicht den deklarierten Sonnenschutz erreichen. Das heißt, es ist kein neues Problem. Woran liegt das? Im Prinzip, wenn du ein Produkt entwickelst, bist du nicht, ich sollte mal die Tür zumachen, ne? Weil sonst, weil es ist so heiß hier bei uns. Ne? Ich habe mein Fenster auf und meine Tür auf. Warte mal. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Also, woran liegt das? Im Prinzip als Entwickler, als Brand, sage ich mal Purito,
outsourcest du sozusagen die Testung deiner Produkte. Das heißt, du schaust wirklich, ist das, du schaust nicht selber, hat das den angegebenen Lichtschutzfaktor, den wir sozusagen in Auftrag gegeben haben bei den Laboren. Das machst du nicht selber, du gibst es also weiter. Und im Prinzip bräuchtest du dann nochmal die Instanz danach, die nochmal checkt, ob das Labor, an das du das gegeben hast, tatsächlich richtig gearbeitet hat. Das ist natürlich eine Kostenfrage, das macht kein Mensch. Du möchtest dich gerne darauf verlassen, dass die Labore, an die du das gegeben hast, wenn die da ihren Otto drunter setzen und sagen, okay, dass es dann auch wirklich okay ist. Also von daher, ich will nicht sagen, dass sie ohne Schuld sind, aber das ist hier keine vorsätzliche Täuschung gewesen. Am Ende des Tages hatten sie einen Sonnenschutz. Ich fände es viel tragischer, wenn da krebserregende Stoffe darin gefunden werden, ohne dass man mir das sagt. So hat das trotzdem noch einen guten, war das ein guter Moisturizer und es hat trotzdem noch einen Lichtschutzfaktor von fast 20. So, das nur vorweg. Kommen wir aber zu den Produkten, die ich mir ausgesucht habe. Moment, bevor wir loslegen mit den Produkten, ein kleiner Exkurs zum Thema Lichtschutzfaktor und UV-Filter, weil ich das wichtig finde, damit man auch einordnen kann, nicht mal was meine Produkte betrifft, sondern grundsätzlich. Wir unterscheiden in vier verschiedene Hauttypen, sehr hell, hell, mittel und dunkel. Ja? Wenn du eine sehr helle Haut hast, ich glaube, ich mache hier auch mal eine Grafik rein, dann ist das ein bisschen einfacher, dann hast du einen eigenen Schutz sozusagen, einen eingebauten Schutz von 15 Minuten ungefähr. Dann bist du der Hauttyp. Eins, du bist wahrscheinlich eher sehr hellhäutig, du verbrennst schnell Sonnenbrand und so weiter. Das heißt, für dich ist vorgesehen ein Lichtschutzfaktor auf jeden Fall für 50. Typ 2 ist immer noch blond, auch sehr hell, auch der kriegt schnell Sonnenbrand, vielleicht nicht wie der Hauttyp 1. Aber auch du solltest einen Lichtschutzfaktor zwischen 30 und 50 haben und dein eigener Schutz sozusagen vor der Sonne ist, sag ich mal, um die 20 Minuten. Der Typ 3 kann 30 Minuten aus eigener Kraft sozusagen in der Sonne sein, ohne dass er verbrennt und braucht einen Lichtschutzfaktor zwischen 15 und 30. Und der letzte ganz dunkle Typ, in der Regel bin ich persönlich zwischen 3 und 4. Ich weiß, wer das ist. Genau. Ich mach mal das Telefon aus, oder? Genau, ich bin zwischen 3 und 4 und ich brauche ungefähr einen Lichtschutzfaktor zwischen 10 und 15. Meine eigene Zeit in der Sonne ist 30 bis 40 Minuten, das mache ich nie. Ich gehe nie ohne Lichtschutz in die Sonne und ich würde auch nie nur 10 bis 15 auftragen. Aber das nur, um euch kurz mal einen Überblick zu geben, was für verschiedene Hauttypen es gibt und was für verschiedene Ansprüche sie haben. Was besagt Lichtschutzfaktor eigentlich? Also in Amerika heißt es hier SPF, also Sun Protection Factor. Und bis vor kurzem war das auch noch ein Unterschied. Also SPF 50 war bei uns tatsächlich nur 25 Lichtschutzfaktor. Weil das wirklich verwirrend war für die Endverbraucher, haben sie es irgendwann angeglichen. Das heißt, SPF und LSF, Lichtschutzfaktor, ist dasselbe. Es gibt verschiedene UV-Filter und sie sollen uns möglichst vor UVA und UVB-Strahlen schützen. UVA-Strahlen ist das, was uns irgendwie braun werden lässt und nicht alle haben automatisch einen UVA-Filter. Also häufig finde ich das auch schade. In Amerika zum Beispiel musst du draufschreiben, welche UV-Filter du hast, wovor sie schützen und so weiter. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du eine Sonnenschutzcreme hast, die sowohl vor UVA als auch UVB-Strahlen schützt, also UVB machen sie alle, aber UVA nicht, aber wenn sie UVA damit dabei haben, dann schreiben sie es ganz prominent auch vorne meistens auf die Verpackung drauf. Ist es nicht drauf, würde ich beim Hersteller nachfragen oder da auch immer, wo du bist, da kann es durchaus sein, dass es dich eben nicht vor diesen UVA-Strahlen schützt. Das ist sehr, sehr wichtig. Mineralischer Sonnenschutz beinhaltet oft Titaniumoxid oder Zinkoxid. Ist auf meiner Liste jetzt nicht so weit oben, weil es ist der, der vielleicht am besten verträglich ist, aber das ist so ein, also erstmal ist es der, der häufig einen weißen Film auf der Haut hinterlässt, also die mineralischen Sonnenschütze. Schütze? Wahrscheinlich nicht, Jasmina. Sonnenschutz. Für Babys würde ich sagen, ist das wahrscheinlich das erste Mittel der Wahl oder für Kleinkinder. Ja? Aber für uns vielleicht nicht. Es legt sich auch auf die Haut. Es lässt sich schwer entfernen. Das ist natürlich toll, wenn du ins Wasser gehst. Aber es kann die Haut zusätzlich austrocknen. Es kann die Poren so ein bisschen
ja, nicht verkleben, aber verstopfen. Und gerade die zu fettiger Haut neigen oder zu Akne neigender Haut, ist das irgendwie so semi-optimal. Und dann hast du eben die chemischen Filter und ganz viele sagen, ja, und dann sind das so Nanopartikel und die kommen in die Haut und dann ist das krebserregend. Nein, das mag vielleicht vor 20 Jahren mal der Fall gewesen sein. Die chemischen Sonnenschutz heutzutage sind wirklich sehr, sehr ausgereift. Meine Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, sind, dass die am besten verträglich sind. Du kriegst sie auch gut von der Haut wieder runter. Sie verstopfen eben nicht deine Poren, sie hinterlassen nicht einen weißen Film auf der Haut. Sie haben auch zusätzliche Wirkstoffe häufig drin, Anti-Aging-Benefits und Feuchtigkeit und so weiter. Das heißt, mein erstes Mittel der Wahl ist häufig tatsächlich ein chemischer Schutz. Und ich glaube, dass alle, die ich euch heute vorstelle, in die Kategorie fallen. Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Deshalb würde ich sagen, jetzt legen wir los. Ach, in meiner Recherche habe ich noch einen Aspekt aufgetan, den ich gar nicht uninteressant war, weil das war mir so gar nicht klar. Und das habe ich mir einmal ausgedruckt, weil ich habe versucht, es mir zu merken. Und dann war ich gestern so unkonzentriert, dass ich gedacht habe, ich lese euch das einfach vor. Und zwar ist das vom Bundesamt für Strahlenschutz. Und es geht überhaupt um die Frage, was besagt dieser Faktor? Was heißt 50 im Prinzip? Und da gibt es tatsächlich eine Rechengleichung dazu. So finden Sie den Lichtschutzfaktor Englisch, der zu Ihnen passt. Das Bundesamt für Strahlenschutz gibt folgendes Beispiel. Lichtschutzfaktor 20 bedeutet zum Beispiel, dass man theoretisch 20 Mal länger in der Sonne bleiben kann, bevor man einen Sonnenbrand bekommt, als wenn man ungeschützt in der Sonne ist. Wenn Sie die Eigenschutzzeit zum Beispiel von 10 Minuten beträgt, weil sie ein ganz heller Typ sind, ja, und ein Sonnenschutzfaktor von 20 benutzt wird, so kann man sich rein theoretisch 10 Minuten hoch 20 ist gleich 200 Minuten, circa 3 Stunden der Sonnenstrahlung aussetzen, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Das nur mal kurz erklärt, was es überhaupt mit diesen 50 irgendwie auf sich hat. War mir ehrlich gesagt nämlich auch nicht so klar. Also das dazu und jetzt kommen wir aber wirklich zu den Produkten, die ich mir ausgesucht habe und sie kommen interessanterweise alle aus Japan. Ich habe gedacht, zwischendurch ist da vielleicht auch mal ein Koreaner dabei, aber nein. Und zwar starten wir aus dem Hause Hatomugi. Raihaku Milky Gel SPF 31 ist vielleicht nicht die Welt, aber ich muss das mal gucken. Ich werde euch das ja wahrscheinlich sowieso einfügen, hier rechts oder links. PA++, hier sind 3+. Das steht in Japan für die UV-Filter. Das heißt, es hat ein UVA-Filter, wollte ich sagen. Es steht in Japan für die UVA-Filter. Das heißt, es gibt, ich glaube, das höchste, was es derzeit auf dem Markt gibt, sind 4+. Dieser hat 3+. Das ist schon relativ hochwertig. Es ist eine sehr, sehr wässrige Konsistenz. Und ich sag euch, ich habe mich mit diesem Ding in 2 Minuten eingecremt, ne? Und zwar den kompletten Körper. Ganz, ganz toll, hinterlässt überhaupt keinen weißen Film. Ich zeige euch mal die Konsistenz, damit ihr versteht, was ich meine. Seht ihr das? Das läuft jetzt schon runter und in 2 Sekunden ist nichts mehr da. Seht ihr meine Hand? Ist mega, oder? Und das ist wirklich, auch gerade wenn ihr Kinder habt oder Enkelkinder, oder Urenkel, wie auch immer, dann wisst ihr, wie das ist, wenn sie da alle 2 vor euch stehen oder 3 oder wie viel auch immer ihr habt und ihr müsst jeden einen einzelnen eincremen, weil ich von den Sprays nicht so viel halte, ne? Weil die meiste Zeit sowieso alles vom Winde verweht wird und das dauert einfach ewig und damit seid ihr wirklich in 2 Minuten durch. Es hat auch noch die Perlgerste, das sagte mir jetzt gar nichts, also Hatomugi-Extrakt ist die Perlgerste und es ist aber ein natürlicher Feuchtigkeitsbinder und es hat noch Hyaluronsäure und dafür bin ich immer total dankbar, weil die Sonne und das Licht an sich sowieso trocknet die Haut aus, aber die Sonne und die Hitze dazu auch noch macht die Haut extrem trocken. Das heißt, na klar kannst du dir dann danach Aloe Vera drauf machen, bis der Arzt kommt, aber wenn du schon mal etwas in deiner Sonnencreme hast, was die Haut feucht hält, dann ist das gar nicht schlecht. 31 ist wie gesagt okay, ist jetzt nicht viel, aber wenn ich sag mal, wenn ihr jetzt nicht um 12 Uhr mittags in der Sonne liegt, dann ist es absolut ausreichend. Ganz toll, ausschließlich für den Körper, ne? Ich habe das nicht ins Gesicht gemacht, fürs Gesicht habe ich gleich was anderes. Kommen wir zum nächsten. Als nächstes haben wir was aus dem Hause Biore. Und ich glaube, als ich ganz klein war, gab es nicht mal Kau Biore oder so? Ich habe jetzt irgendwie im Verdacht, dass es das ist. Auf jeden Fall ist das der Nachfolger oder die Neuauflage des Aqua Rich Essence. Der absolute Renner in Japan hat jeder, ist nur ein bisschen dicker gewesen. Und hier haben wir die Light Up Essence, die tatsächlich fürs Gesicht ist und sehr, sehr
dünnflüssig ist. Mir gefällt die toll. Erstmal hat es einen Sonnenschutzfaktor von 50 und dann hat es die PA mit den 4 Sternen. Das heißt, es ist der absolut höchste UVA-Schutz, den ihr haben könnt. Das ist für die Asiaten insofern sehr wichtig. UVA-Schutz ist für die Asiaten insofern sehr wichtig, weil die wollen ja gar nicht braun werden. Und wie gesagt, die UVA ist ja dafür zuständig, dass wir braun werden. Das heißt, die machen sich das ins Gesicht, damit sie auf gar keinen Fall braun werden. Es ist aber auch eine ganz, ganz, ganz tolle Make-up-Unterlage. Das habe ich mehrfach jetzt ausprobiert. Hier muss ich ehrlich sagen, das habe ich jetzt so die letzten 2 Tage benutzt. Hat mir super gefallen. Vorher, seien wir ehrlich, hatten wir in Hamburg das letzte Mal Sonne 2019, glaube ich. Das ist natürlich nicht wahr, aber gefühlt sozusagen. Und was mir wirklich sehr, sehr gut an diesem an der Creme gefallen hat, ist, sie zieht auch sehr schnell ein, sie hat keinen weißen Filter, sie gibt dir wirklich Feuchtigkeit. Also dann konnte ich den Moisturizing Step, den ich morgens mache, vor dem Sonnenschutz, den kannst du damit tatsächlich weglassen, weil das ist 2-in-1. Genauso wie es mein Dear Clarice war, ne? Den ich ja rausschmeißen musste. Tolles Produkt. Einzige Downside, und ich weiß nicht, was das soll, ist, dass da Alkohol enthalten ist. Und ich frage mich, warum? Warum muss das sein? Muss da kein Alkohol? Alkohol tendenziell, was heißt tendenziell, trocknet die Haut aus. Sie haben dem versucht, Rechnung zu tragen, indem sie andere Ingredienzen reingepackt haben, wie Royal Jelly zum Beispiel. Das ist dieser Drüsenextrakt der Arbeiterbienen. Das wird auch in Kosmetik und so verwendet. Das ist ein wirklich tolles Anti-Aging-Produkt, ein schöner Feuchtigkeitsspender. Ich glaube, das haben sie versucht, damit ein bisschen auszugleichen. Ich finde, man hätte auf Alkohol verzichten können. Und dass es möglich ist, zeige ich euch nämlich gleich in dem nächsten Produkt. Die haben nämlich komplett darauf verzichtet. Aber nichtsdestotrotz, und nicht, dass hier der falsche Eindruck entsteht, das ist ein Produkt, was ich auf jeden Fall immer wieder kaufen würde. Und falls mich Leute fragen, was ja häufig der Fall ist, Mensch, und was hast du für einen tollen Sonnenschutz fürs Gesicht, würde ich auf jeden Fall den in den ersten 3 Produkten, die ich empfehle, mit reinpacken. Also aus dem Hause Biore UV Light Up Essence. So, das nächste Produkt ist ein Top-Beispiel dafür, wie man schon im Namen alles falsch machen kann. Und zwar heißt das Label Sunkiller. Ich weiß nicht, warum man überhaupt Killer in seinem Branding drin haben muss. Ich weiß nicht, vertrauenserweckend ist es nicht. Außerdem will ich nicht, dass irgendjemand die Sonne tötet. Also uncool. Das Produkt nichtsdestotrotz ist in dem Fall super, weil es genau das ist, was ich bei Biore vermisst habe. Es ist nämlich, und das steht hier ganz groß drauf, ohne Alkohol. Es hat einen Sonnenschutz auch von 50 und es hat auch den UVA-Filter mit dem PA4+, also wirklich der höchste, der im Moment auf dem Markt ist. Es hat einen kleinen Vitamin-C-Anteil, angeblich um diesen Whitening-Effekt zu haben. Der ist aber so gering, dass ich dem nicht sehr viel zutraue. Und es ist die Perfect Water Essence. Ich habe, glaube ich, in dem anderen eben vergessen, euch zu zeigen, es ist ein bisschen dickflüssiger, ne? Und ich habe im ersten Moment gedacht, okay, das wird mir ganz sicher nicht gefallen, aber schaut auch mal hier, wie schnell das weg ist. 2-mal gerieben, weg ist es. Und es hat tatsächlich noch einen ganz kleinen Anteil mehr an pflegenden Eigenschaften. Es hat nämlich das Vitamin C, es hat 3 verschiedene Arten von Hyaluron und das merkst du auch. Das ist wirklich, also hätte man es mir jetzt nicht gesagt, es riecht mich überhaupt nicht nach einer Sonnencreme, hätte ich gedacht, dass es eine Feuchtigkeitscreme ist. Und die toppt vom Feuchtigkeitsgehalt tatsächlich noch diese hier. Und da sie ohne Alkohol ist, ja, und auch noch Vitamin E enthält, was ja so ein kleiner Anti-Aging-Faktor ist, der nicht zu unterschätzen ist bei jedem, der über 25 ist, ist das ein ganz, ganz tolles Produkt. Wie gesagt, zieht wahnsinnig schnell ein, du brauchst nicht viel. Das Problem ist ja auch, man soll ja auch immer nachauftragen. Das ist natürlich, wenn ich im Urlaub bin und mich sowieso nicht schminke, kein Problem. Aber seien wir doch mal ehrlich, also wenn ich mich geschminkt habe, dann packe ich nicht danach nochmal die Creme darüber. Das ist absurd. Das heißt, einmal wirklich eine ganz große Portion aufgetragen, dann durchfeuchtet das die Haut und dann müsstest du dich aus der direkten Sonneneinstrahlung ehrlicherweise raushalten, wenn du eben nicht wieder auftragen kannst. Für mich ist das mein absoluter Favorit, ehrlich gesagt, von denen, die ich bis jetzt irgendwie vorgestellt habe. Ich wünschte, das hätten sie auch für den Körper, das fände ich nämlich ganz toll, gerade wegen der 3 verschiedenen Hyaluronsäuren. Ich hoffe, dass da diese hoch- und niedermolekularen Hyaluronarten dabei sind, weil dann ist das auch noch so ein Langzeitbenefit und ihr wisst, da stehe ich total drauf. Also aus dem Hause Sunkiller,
wir wollen vielleicht nochmal über den Namen nachdenken, die Perfect Water Essence alkoholfreie Emulsion, ganz toll. So, und dass das nächste Produkt mich so überzeugen würde, hätte ich nicht gedacht, weil normalerweise denke ich bei Haarprodukten, was willst du mir da erzählen, ich benutze sowieso nichts im Urlaub. Aber das wird sich diesen Sommer ändern, sage ich euch. Und zwar aus dem Hause Krassi, Ishikami, das Hairstyling Water. Ich hebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, was die Aussprache der Labels betrifft. Wahrscheinlich heißen die ganz anders und schlagen in Japan ihre Hände voreinander zusammen und sagen sich, Gott, wie doof kann man sein. Aber deshalb halte ich das auch immer so schön in die Kamera, damit ihr es seht. Und Leute, ich kann euch nicht sagen, wie viele Nachrichten ich die Woche bekomme, ne? Kannst du das nicht dann nochmal reinschreiben, irgendwie ins Bild, wie das heißt, weil du hältst das immer nur so kurz in die Kamera. Herr im Himmel, ich schreibe doch wirklich fünfmal. Manchmal denke ich schon, ich bin echt penetrant. Fünfmal schreibe ich doch immer unten in der Infobox. Es kann doch nicht so schwer sein. Auf mehr anklicken, mehr Anzeigen klicken und dann geht alles auf. Ich mache mir ja extra die Mühe, euch die Links und so weiter da rauszuholen. Und auch diesmal sind alle Links wieder unten verzeichnet. Das heißt, alles, was ich hier vorstelle, findet ihr da unten in der Infobox. So. Musste mal gesagt werden. Also zurück zu dem Produkt. Es besteht aus Rice Bran Wax, was Reiskleiewachs ist. Fermentierte. Ich habe das in meinem asiatischen Video mal gesagt, als es um die Cleanser oder so ging oder irgendwas Asiatisches. Die Asiaten sind ganz große Freunde der fermentierten Kosmetikprodukte. Der Fermentierungsprozess, den habe ich euch erklärt, das muss ich nicht nochmal machen. Aber anders als wenn du die Produkte häufig erhitzt, geht ein großer Teil der guten Wirkstoffe sozusagen verloren und es bleibt natürlich noch was übrig, aber es geht wie gesagt viel verloren, wie beim Kochen ja auch. Wenn du Gemüse kochst, dann ist es was anderes, als wenn du es irgendwie roh isst. So. Und dieser Fermentierungsprozess, das ist sozusagen, dass du den konzentrierten Wirkstoff am Ende hast, ja, und dadurch, dass keine Konservierungsstoffe zugegeben werden, ist es auch wahnsinnig gut verträglich. So, und Reiskleie ist bei den Asiaten sowieso ganz, ganz hoch im Kurs. Das hat ganz, ganz viel, also der Reis an sich hat viele tolle Eigenschaften, ist feuchtigkeitsspendend, es bildet so ein kleines Schutzfilm auf der Haut oder eben, wie in dem Fall, auf dem Haar. Es hat hier tatsächlich UVA und UVB-Strahlenschutz, sage ich mal, in diesem Produkt. Es soll aufgetragen werden auf das nasse Haar. Es hat einen ganz kleinen Styling-Effekt. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass du danach irgendwie dir die Locken reingehen drehen kannst, aber sie hängen dir auf jeden Fall nicht so platt runter. Häufig, wenn du Haarprodukte hast, die feuchtigkeitsspendend sind oder mit Silikon oder so, macht das ein bisschen die Haare schwer und platt und dann hängen sie dir so runter und das willst du ja nicht. Wenn du schon knackig braun und sexy bist, willst du nicht oben rum scheiße aussehen. Ich soll nicht scheiße sagen, ne? Tut mir leid. Ich mache da einen Piep drüber. Außerdem stärkt es die Haarwurzel, es stärkt das Haar an sich, es macht es kräftiger, sowohl im ersten Moment als auch auf lange Sicht und es hat fermentierten Lotusblütenextrakt. Die Lotusblüte, ne? Ich glaube, Buddha ist Buddha nicht der Lotusgeborene? Also die Lotusblüte ist insofern eine wirklich interessante Pflanze, weil sie etwas hat, was sich sowohl die Automobilindustrie als auch die Modeindustrie so ein bisschen abgeguckt hat. Die Oberflächenbeschaffenheit einer Lotusblüte ist so konzipiert, dass sie sowohl Schmutz als auch Wasser als auch Bakterien und Viren einfach an sich abperlen lässt. Und das haben sich, wie gesagt, Automobilhersteller, was ihren Lack betrifft, abgeguckt, in der Mode, wie gesagt. Also wirklich ganz, ganz interessant. Und auch Lotus hat wahnsinnig viel pflegende Eigenschaften. Es bildet auch so einen kleinen Schutzfilm um das Haar, so dass es eben von diesen Strahlen, vor diesen großen Hitzeeinwirkungen und UV-Strahlen geschützt ist. Aber es hat auch eben diese ganz große pflegende Eigenschaft. Tolles Produkt, wirklich, weil ich selten etwas gesehen habe, was sozusagen alles vereint, also den Schutz vor der Sonne, als auch diese pflegenden, wirklich guten pflegenden Eigenschaften mit dem, das nennt man übrigens den Lotus-Effekt, ne? Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, es gibt es wirklich, den Lotus-Effekt. Als auch diese ganz pflegenden Eigenschaften. Fand ich wirklich ein klasse Produkt, was ich euch wirklich wärmstens ans Herz lege. Und ganz schnell, daraus brauchen wir jetzt keine Wissenschaft zu machen und uns daran zu verewigen. Aus dem Hause Mentholatum ist es das Melty Cream Lip Produkt.
Produkt. Es ist ein Labello praktisch mit Sonnenschutz. Den gibt es tausendfach. Ich mag den sehr, sehr gerne, weil er absolut nach nichts riecht. Auch nicht so einen fettigen Film einfach hinterlässt, sondern ich habe es einmal aufgetragen und ich habe es ganz häufig bei Labello, es geht mir tierisch auf den Keks, dass wenn ich was drauf mache, dass ich das Gefühl habe, dass die Lippen dann auch noch bedürftiger werden und dann bist du am Ende und machst es ständig so und wenn du es nicht hast, trocknen dir die Lippen aus. Das ist ein Produkt, das mache ich mir einmal drauf und ich mache es mir tatsächlich so großzügig drauf, dass ich es mir nicht nur um die Lippen mache, sondern so ein bisschen auch darum herum, einfach um die... ja, diese kleinen Fältchen, die man sonst um die Lippen, die sonst entstehen könnten, auch noch so ein bisschen vorzubeugen. Hat mir wirklich gut gefallen. Das Produkt ist, also das ist jetzt keine Operation am offenen Herzen, das Ding, ne? Aber es ist wirklich trotzdem eines. Ich habe so viel von Labello ausprobiert, weil mein Sohn eine Zeit lang mal, ich glaube, immer wenn wir in der Drogerie waren, wollte er jeder einzelne Labello haben. Labello gefällt mir gar nicht. Und dann habe ich eine Zeit lang Burt's Bee genommen. Die sind nicht schlecht, aber ich mag diesen intensiven Duft einfach nicht. Ich mag einfach auf meinen Lippen nichts haben, was wahnsinnig fettig ist oder total riecht. Also, das ist ein tolles Produkt. Was soll ich euch sagen? Wir sind durch mit den Asiaten. Wir sind durch und ich freue mich auf eure Vorschläge. Ich habe schon so eine Idee, welche ich euch gerne vorstellen würde des europäischen Markts. Aber nochmal, ich bin euch immer total dankbar für alle Vorschläge, die ihr macht. Ne? Ihr glaubt gar nicht, wie häufig ich Dinge mit hier reinnehme, die ich ohne euch vielleicht gar nicht erkannt oder von denen ich erfahren hätte, aber ihr habt sie mir vorgeschlagen. Also zögert nicht, auch dieses Mal vielleicht auch Brands, die ich nicht kenne oder die ich mal ausprobieren sollte und dann nehme ich sie vielleicht dann mit in mein europäischen Sonnenschutzvideo mit rein. Also ich fühlt euch gedrückt, wie immer und tut mir leid, dass ich diesmal so spät dran war. Ich stand ein bisschen neben mir. Ich hoffe, das legt sich jetzt und dann bin ich wieder topfit für nächste Woche. Also, bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.